Xavier Naidoo ist aus der DSDS-Jury geflogen. Jetzt meldet sich seine Kollegin Urna Nechiti zu Wort. Xavier Naidoo sorgte in letzter Zeit für reichlich Schlagzeilen. Im Netz tauchte ein Video auf, in dem er fremdenfeindliche und rassistische Texte sang. Sender RTL zog sofort Konsequenzen und schmiss ihn aus der DSDS-Jury. Dieter Bohlen meldete sich bereits zu Wort. Wir machen hier eine Unterhaltungssendung und da geht es um Unterhaltung, nicht um Hass oder irgendwelche Hetze, erklärte er in der ersten Motoshow. Doch was sagt eigentlich Urna Nechiti dazu? Auf Instagram bricht sie jetzt endlich ihr Schweigen. Es ist traurig, dass wir diese Staffel der SDS nicht mit dem Jury-Team beenden können, mit dem wir auch begonnen haben. Zu den Gründen würde ich gerne erst persönlich mit Xavier sprechen, bevor ich mich öffentlich dazu äußere. Das war mir bisher noch nicht möglich, erklärt die Profi-Tänzerin. Übrigens gab auch Kollege Pipo Lombardi noch kein Statement zu Xaviers Rauswurf ab. Doch laut Dieter steht die ganze Jury und das ganze Team hinter der Entscheidung von RTL. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Danke an alle, die uns gestern unterstützt haben. Danke an unsere mutigen Kandidaten, meine Kollegen Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, an das kleine Publikum, die ein tolles Miteinander gezeigt haben und an unserem Team, die alles gegeben hat. Es ist traurig, dass wir diese Staffel der SDS nicht mit dem Jury-Team beenden können, mit dem wir auch begonnen haben. Zu den Gründen würde ich gerne erst persönlich mit Xavier sprechen, bevor ich mich öffentlich dazu äußere. Das war mir bisher noch nicht möglich. Bleibt bitte alle gesund und lass uns zusammenfinden, zusammenhalten und uns gegenseitig helfen. Steiher Timuchlo wurde SDS der SDS 2020 Online-Beitrag geteilt von Urna Nechiti Offiziell, @urna_nechiti, am Mai 15, 2020 um 3.21 Uhr. Vor kurzem rastete Pipo Lombardo heftig in einem Hotel aus. Die schockierenden Aufnahmen seht ihr im Video.